Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Ich bin inzwischen zurück aus Wacken, das heißt, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, ich habe mich ziemlich zermeddelt. Ich glaube, zuletzt haben wir Ritter zu Diensten die erste Ritteraufgabe gemacht und einem anderen Ritter geholfen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal noch so ein paar Ritteraufgaben weiter, was eigentlich ganz witzig ist. Es erinnert so ein bisschen zurück an den ersten Teil, nicht nur, dass hier die Monster wie beim ersten Teil sind und auch die Musik des ersten Teils teilweise remixed wurde. Nein, auch der Kämmerer ist wieder da, bei dem wir Aufgaben, wo wir uns dann Belohnungen für ausgeschriebene Aufgaben der Herzogin organisieren. Das hat alles so ein bisschen Charme des ersten Teils und finde ich ganz nett, dass so zum Abschluss auch nochmal so eine kleine Rückbesinnung sozusagen auf den ersten Teil kommt. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Gefällt mir persönlich ganz gut. Und ich würde sagen, wir machen da einfach noch ein paar Missionchen erstmal weiter. Wir müssen jetzt nicht alle 15 machen, wobei 15 klingt jetzt auch nicht so viel, ne? Nur wenn die alle vom gleichen Kaliber sind, so von wegen, ja, rette den, töte das, wird es wahrscheinlich irgendwann eintönig. Das kann man eher so nebenbei machen, wenn man eh in der Nähe ist, kann man immer gucken, ist hier gerade eine Mission in der Nähe und macht die dann mit. So ähnlich wie bei den Fragezeichen. Das muss ein Ort der Macht sein, ja. Erhalten zum Interagieren, machen wir. Man muss sich ja schon fragen, wer diese Orte der Macht so definiert und warum man die an den unmöglichsten Stellen aufstellt, ne? So, oh, das sah interessant aus, wie er gerade den Berg runtergelaufen ist. Und leicht sportlich, will ich sagen. Leicht sportlich. So, rein hier ins Bötchen. Ich habe ihn ja ein bisschen vermisst, den guten Geralt, ne? So auf Wacken, das hat ein bisschen gefehlt, mein Ritual des Geralt-Spiels. Oh, warte mal, ich muss... Nein, nicht aussteigen, nicht aus... Komm. Nein, was tust du? Ach so, das, was ich drücke, alles klar. Let's try it again. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen hier. So, mit X kann ich doch das Boot so merkwürdig navigieren. Manövrieren. X, ja, siehst du. Nee, da kann man ja auch rückwärts ausparken. Das war jetzt die Mission. So, und dann fahren wir nämlich schön geradeaus weiter. In diese Richtung. Allzu weit geht das auch schon gar nicht mehr. Da vorne ist auch gleich schon Schluss. Was hätte man sonst zur Not auch noch schwimmend zurücklegen können. Ah, was haben wir denn hier? Ah ja, Banditen. Bewachter Schatz. Hallo. Ich muss erstmal an Land, Leute. Au, what the fuck? Das kriegst du erstmal, jetzt kriegst du erstmal Beef. Also das finde ich nicht in Ordnung. Oh. Da ist die Rumsmurmel weggeflogen. Verflixt und zugenäht. Okay, na komm her. Wie die beim Abtrennen des Kopfes immer ihre Rüstung verlieren. Also den Helm jetzt hier zum Beispiel. Ist auch interessant. Blutmoos, was haben wir denn sonst noch so dabei? Bisschen Drogen, okay. Das Übliche halt, ne, was Banditen so mit sich führen. Ich sammle mal hier wieder schön Geblümsel ein. So, und ein bewachter Schatz, da ist er. Oh, Weine. Jede Menge Weine. Transmutator für großes Mutagen, blau in rot. Ich weiß ja jetzt auch, was das bedeutet, ja. Kurin hat mich ja aufgeklärt. So, ich weiß nur noch nicht, wie es funktioniert, aber das werden wir auch noch rausfinden. Da, Arnold App Blooms Tagebuch, das müssen wir gleich lesen. R. Das Tagebuch ist mit getrocknetem Blut bedeckt. Nur von den letzten Einträgen sind einige leserlich. Ich glaube nicht an Zufälle. Das wäre ein Luxus, den sich der Kommandant der kaiserlichen Botschaftswache nicht erlauben kann. Die Karawane mit dem Wein für den Kaiserhof wurde im Herzogtum überfallen und ausgeraubt. Schon die Weinfässer selbst sind eine Kostbarkeit. Doch außerdem reiste der Untersekretär mit, der für die Rückgabe der übrigen operativen Ressourcen der Botschaft verantwortlich war. Mit anderen Worten, die Florin, die dafür vorgesehen waren, politisch für guten Willen zu sorgen, kehren nicht in die Schatzkammer des Kaiserreichs zurück, sondern sind jetzt in den Händen von Banditen. Wie konnte ich einen so wichtigen Transport nur ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen lassen? Das wird in der Hauptstadt nicht gut ankommen, ja. Und der Gipfel ist, dass diese impertinenten Landeier von der Herzogswache die Frechheit besaßen, anzudeuten, dass jemand in der Botschaft die Banditen über Zeitpunkt und Route des Transports informiert haben muss. Ich würde eher erwarten, dass es jemand von der Wache war.
Andererseits vielleicht auch nicht. Diese Idioten finden doch ihre eigenen Hintern nicht mal an, wenn sie eine Karte haben. Die Lösung liegt auf der Hand. Ich werde die nächste Karawane persönlich bis hinter die Grenze von Toussaint eskortieren. Rest unleserlich. Ja, hat offensichtlich nicht allzu gut funktioniert. Er hat es versucht, aber naja. Gut. Wir alle machen mal Fehler. Ist jetzt hier noch irgendwas? Wir haben auf jeden Fall eine Menge schönen Wein eingesammelt. Ist die Frage, ob man den dann wieder gewinnbringend irgendwo veräußern kann. So, oh, ein bisschen das Krähenauge hier sammeln. Es sind noch 177 Meter, Fuß, Schritt, I don't know, Maßeinheiten, bis wir unser Ziel erreichen. Da vorne. Da vorne geht's hin. So. Okay. Noch über Hortensen Weingut. Okay. Da führt uns auch die nächste Mission offensichtlich hin zu diesem Weingut. Was denn hier los? Was ist denn hier los? Oh. Verlassene Städte. Oh, Schedikowski. Oh. Sind das Blumen? Ah, ne. 7000 Füßler. Let's do this, let's do this. Ja, und rauf, rauf, rauf. Ich finde die ja irgendwie schon cool, die Viecher, ne? Muss ich ja zugeben. Au! Ich habe aber noch keine richtig gute Taktik gegen die entdeckt. Weil wenn sie hochkommen und man ist zu weit weg, ouch, dann hat man relativ ein Problem. Vielleicht kann man die atmen oder irgendwie sowas. Muss mal ausprobieren. Lass uns mal so eine Druckwelle ausprobieren. Ob das... Nee. Also Druckwelle bringt das Ding nicht aus dem Gleichgewicht. Ja, dann fliegt es vielleicht aus seinem Loch raus oder sowas. Oh, ne. Wir müssen gleich mal im Bestiarium gucken. Das würde mich doch interessieren, was man da am besten gegen machen kann. Ah, Geralt, setz dich jetzt wieder hin und entspannt, bis die Dorfbewohner zurückkehren. Hm, haben sie, glaube ich, neu gemacht. Früher war einfach dann plötzlich 19 Uhr. Jetzt erklärt es das wenigstens so ein bisschen. Warum er das macht, weiß ich aber trotzdem nicht. Oh, ich habe dieses... Oh, da... Und weg ist der Haufen. Tja, so läuft das. So, na, schön ist das hier wieder. Einmal kurz zwischenspeichern. Zählte das jetzt? Oh, das zählte als Aufgabe. Meine Eier werden es verstehen. Das freut mich. Moin, ich suche... Genau, das habe ich gesucht. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte einmal ins Bestiarium gehen. Und gucken, das wird ja irgendwo unter... Wo sind denn Insekten? Da, Insektoide, da werden die ja wohl sein, diese Tausendfüßler. Riesentausendfüßler. Insekt und... Fangen sie mit dem Jürden, also das Jürdenzeichen, alles klar. Das ist ganz gut, das werden wir mal ausprobieren. Das kann, glaube ich, wirklich nicht so verkehrt sein. Weltkarte, kurz gucken, wo ist die nächste Aufgabe? Oh, die nächsten Aufgaben befinden sich wirklich alle ziemlich weit weg. Wie groß doch... dieses Gebiet ist, ne? Man muss es ja zugeben. Also, da ist ein bisschen was los. Hier ist noch ein Anschlagbrett. Das heißt, wir machen uns jetzt eben fix mal auf zu dem Anschlagbrett. Und von da aus dann zur nächsten Mission. Lass uns die doch einfach mal abarbeiten. Ohne Scheiße, so viele sind das gar nicht. Und wenn wir da dann automatisch immer diese rette den, findet den, Fragezeichen-Dinger machen, dann ist das Ganze wenigstens etwas spannender gefühlt, ne? Ist gar nicht so verkehrt. Also, nächstes Ziel ist erstmal Anschlagbrett. Komplette, wir machen uns mal. Und nichts, was ich fürs Alter beiseite legen könnte. Ah, so ist das Leben, ne? So ist das Leben. So. Auf geht's. Njung. Machen wir da Querfeld ein oder folgen wir dem Weg? Ich glaube, Querfeld ein ist besser. Wenn da kein Wasser im Weg ist. Das wird sich gleich zeigen. Oh oh. Es sind auf jeden Fall Riesentausendfüßler im Weg. Ich werde sie mal versuchen zu ignorieren. So gut es geht. Oh, die Panik von Plötze stieg. Ei. Oh, Plötze, komm schon. Lass dich doch hier nicht fertig machen von so ein bisschen Geschmoddere da. Ah, scheiße. Was ist denn los hier? Wo bin ich denn hier? Hi. Ich habe gerade keine Zeit, euch zu helfen. Ich muss weiter. Ihr kriegt das auch ohne mich hin, Leute. So schlimm ist das nicht. So, ihr seht. Oh, moin, moin. Wir haben auf jeden Fall eine... Was habe ich gesehen? Irgendeine Fee? Wir haben die nächste Örtlichkeit erreicht. Geboren zu sein.
heißt, unter einem guten Stern geboren zu sein. Zum scharlachroten Kardinal. Moin, oh, ein Hühnchen, hallo. Mal sehen, was hier denn so alles dran steht. An den Finder. Ich habe ein Hufeisen verloren, wie es nur in Bellhaven angefertigt wird. Dafür habe ich ein stolzes Sümmchen bezahlt. Wer es mir wiederbringt, den werde ich mit Wein belohnen. PS, nein, ich bin kein verfluchtes Pferd. Ich meine es ernst. Suche Knappen. Ich werde einen Jungen mit scharfem Verstand und gutem Umgang mit Pferden als Knappen anstellen. Ich bin ein erfahrener Ritter und derjenige, der in meinem Dienst eintritt, erhält die Möglichkeit, nicht nur das Ritterhandwerk zu erlernen, sondern obendrein auch gutes Benehmen. Gabriel de Pasternak. Bekanntmachung der Herzogswache. Im Hinblick auf das Ritterturnier möchten wir alle Reisenden herzlichst bitten, keine Ritter zu Duellen aufzufordern. Nichtbeachtung zieht eine Bestrafung nach sich. Der stellvertretende Kommandant der Herzogswache, Horace de Fuse. Ich habe einen Geist gesehen. Ich suche nach weiteren Augenzeugen einer merkwürdigen Gestalt im Caroberta-Wald. Ich würde gerne darüber reden, was uns widerfahren ist. Dagobert. Rüstungsmacher sucht Arbeit. Hallo Ritter, du bist mit deiner glänzenden Rüstung von weit her in unser Land gereist und sie ist beschädigt. Dafür gibt es viele Gründe. Oh ja, ihr Ritter liebt es, einander gründlich zu versohlen. Und eure Rüstungen haben kräftig darunter zu leiden. Ich bin ein Rüstungsschmied und meine Preise sind absolut angemessen. Besonders im Vergleich mit Buclair, wo man euch nach Strich und Faden ausnimmt. Nehmt meine Dienste in Anspruch, ihr werdet es nicht bereuen. Lucien, der Rüstungsschmied. Kaufe Bienen. Ich bin Bienenzüchter. Letztes Jahr raffte eine merkwürdige Seuche meine gesamten Bienenvölker dahin und ich würde niemals auf den Gedanken kommen, fremde Bienen zu stehlen. Wenn ihr Bienen zu verkaufen habt, kaufe ich sie euch liebend gerne ab. Alois. Okay. So, das war das. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Wir müssen noch 600 Meter in diese Richtung weiter wandern. Ich würde sagen, wir querfällt ein Fasan. Plätze, kommst du? Ja, ne? Legen wir doch mal los. Vorteil, das jetzt auch zu machen, wir lernen die Welt so ein bisschen kennen, ne? Finden die ganzen Wegpunkte. Oder viele Wegpunkte. Und können uns dann entspannt durch die Gegend wegreisen. Das macht das Ganze immer ein bisschen angenehmer. Also, wieder querfeld durch die Gegend, weil das Navi das schon sagt, dann wird es wohl der kürzeste Weg sein. Okay, jetzt hat das Navi selbst den Weg verloren. Wo soll ich hin? Wo muss ich hin? So, oh, so weit, so gut. Wir folgen einfach mal der Straße hier. Bist du ein Bandit da vorne? Nein, ein Ritter. Ein fahrender Ritter. Zieht einsam seines Weges. Okay, dip, 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 dip. Jo. Und nu? Wo müssen wir nu hin? Ist es da drüben? Scheint da drüben zu sein. Wir reiten einfach mal weiter. Ah, wobei, ich glaube, das sind wir mit Schwimmen, aber wirklich schneller dabei. Wir schwimmen. Kranichinsel. So, Plätze, du kannst hier bleiben. Ich schwimme da kurz rüber. Das wird wahrscheinlich da drüben dieses Gebäude sein. Vermute ich jetzt erstmal frei. Aber vielleicht irre ich mich auch. Mal sehen, wie viel Kohle dabei rumkommt. Ne? Vor allen Dingen müsste dann auch ja die Zeit rum sein mit unserem Bankkredit, dass wir da auch wieder Geld kriegen, wenn denn da was passiert. Ich kenne ja unser Glück. Wahrscheinlich gibt's da, haut der dann noch ab oder so, dann müssen wir den noch verfolgen. Und keine Ahnung. Oder wir kommen einfach nie an unser Geld. Aber ich könnte eine kleine Summe könnte ich schon gebrauchen. Verlassene Städte. Da erstmal F5. Oh, es sind Banditen. Hi. Na? Oh. Bei ihm mit seinem Hammer müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Ausweichen. Lass mich mal durch, Leute. Was ist das zu den beiden hier? Mach das! Autsch, das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Oh, wow, wow. Wieder angerannt kommt. Das lassen wir mal, mein Freund. Ihr habt doch angefangen. Hat er mich gerade Hurenreiter genannt? Was? Zernichtet. So, ich würde sagen, diese verlassene Stätte ist wieder bewohnbar. Und wenn wir das so weitermachen, gehen auch die Tage jetzt rum. Ne? Wenn er jetzt jedes Mal wieder einen Tag lang erstmal meditiert, um zu Kräften zu kommen, dann gehen die Tage ins Land. Und dann kommt der Bankkredit immer näher und immer näher. Wir müssen halt auch unser Weingut noch ein bisschen aufpimpen. Das sieht ja auch noch nicht so wirklich hundertprozentig gut aus. Immerhin das Haus jetzt langsam.
Aber das Ganze drumherum fehlt ja noch. Ne? So, Geralt, wie sieht's aus? So. Dupidupidu. Sind die Leichen noch da? Leichen sind noch da. Dann können wir die erstmal noch entspannt looten. Jawoll. Befehle notiert auf einem Stück Schweinehaut. Hexe! Gut gemacht. Vielen Beste Dank Unterlage. Der Auftrag ist einfach. Ihr durchkämpft die Lagerhäuser an den Feind-Docks. Ihr nehmt alle Viktualien mit, die ihr kriegen könnt und kommt zurück. Das heißt wahrscheinlich so schnell wie möglich. Obdach, dort treiben sich jede Menge Knappen und Wachen der allerstinkendsten Wachtel herum. Philibert. Okay. Was auch immer. Philibert da so erzählt. Bam, 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 bam. Wein braucht Geduld. Muss erstmal reifen, der Wein. Bis in die Flasche. Ein wundervoller Prozess. So, damit wäre das erledigt. Nächste Quest befindet sich 500 Meter entfernt. Oh, die können wir, glaube ich, spazierend mal eben abreißen. Plötze. Kommt man ran. Na, wo bist du? Da bist du ja. Komm. Machen wir direkt weiter. Das geht eigentlich doch relativ fix. Wenn wir liegen, jetzt haben wir schon 3 von 15. 2 Parts, würde ich sagen. Ah, vielleicht 3. Dann haben wir das durch. Wahrscheinlich resetten die sich dann und dann geht das von vorne los. Na, mal sehen. Das wäre natürlich ein Schlag in die Genitalien. Also vorzüglich in die Bällchen. Aber das werden wir rausfinden. Man muss auch mal Risiken eingehen. So, es wird dunkler. Es wird dunkler und gruseliger. Wir verlassen das Casta Dalibe Anwesen. Okay, hier wird uns auf jeden Fall auch noch irgendeine Quest hinführen. Zu diesem verlassenen Anwesen. Versteckter Schatz in dem Anwesen, alles klar. So, was nun los? Ah, irgendein Kampf hat gestartet. Man erkennt es jetzt immer so gut, wenn Quen angeht. Dann wisst ihr, alles klar, irgendwas Schlimmes passiert. Das sieht ja auch cool aus hier, die zwei Berge, ne? Sehr hübsch, sehr hübsch. So, wo sind wir hier? Was ist das? Wieder eine verlassene Stätte? Banditenlager? Das ist auch auf jeden Fall noch nicht unser Ziel. Personen in Not. Na, mal gucken. Erstmal zwischenspeichern. Dann klettern wir einfach über den Stein. Oh, funktioniert nicht. Dann gehen wir einfach über den Wagen. Geht auch nicht. Ich muss da rein, Leute. Jetzt kann ich den Personen nicht helfen. Ah, guck mal. Hallo? Oh, ich hätte auch den Eingang nehmen können. Wäre zu einfach gewesen. So. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Nee, lasst mich nicht zu Atem. Wenn ihr mich zu Atem kommen lasst, dann habt ihr echt ein Problem. Au! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich brauche Quen. So, meine Freunde, ne? Nix ist. Die vergibt nie, Grauzottel! Ich würde ja gerne was mit Feuer machen. Lass mich mal Na, hier den. Kriegst du jetzt Angst und läufst weg? Nein. Geht das jetzt in. Komm, geh. Yeah. Ich habe endlich mal einen durch eine Explosion getötet. Das war das erste Mal, seitdem wir dieses Spiel spielen, dass ich mal jemanden mit einer Explosion getötet habe. Erstmal looten. Eine Zwiebel. Das sind die sogenannten Zwiebelritter. Das scheinen wirklich die Zwiebelritter zu sein. Zwirn, Zwirn, Schwerter, Kronen. Das sieht aber echt unangenehm aus, so. Das solltest du nochmal überdenken, aber. Oh. Ich weiß, ich würde dann auch, wenn das so mein Banditenlager wäre, ich würde das halt so nicht lassen. Ich würde dann irgendwann diese Leichen auch mal wegräumen, weil die fangen halt auch an zu stinken, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Ritterrüstung. Sonst noch irgendwelche tollen Sachen hier. Also, ich sehe noch Gegners. Hexer, rette mich! Ja, gleich, ich muss erst hier noch den Banditen fertig machen. Wenn Geralt dann mal sein Schwert ziehen würde. So, das war der. Da sind noch mehr irgendwo. Ich weiß zwar noch nicht wo. Blut! Blut! Da drin, ah. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Warte, hier ist noch einer am Leben. Ich glaube, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr, wenn die sich jetzt noch ergeben würden. Oh. Ja, Hahn, ist ja gut, wir haben das ja gehört. Lass mich doch eben noch looten. Hallo. Mann, du ungeduldiges Biest.
So, ihr hört den Hahn krähen, heißt, wir machen dann kurz hier mal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder, werden den Rest dieses Lagers hier auskundschaften und dann erstmal die Personen in Not befreien. Scheint aber nur einer gewesen zu sein. Bis dahin erstmal viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.